Apple steigt mit seinen neuen iPhones der 12er-Reihe ins 5G-Rennen ein. Damit bringt Apple mehr als ein Jahr nach seinen Rivalen Samsung und Huawei 5G-fähige Smartphones auf den Markt. 5G-Geräte sind auf dem weltweiten Markt bisher noch unterrepräsentiert. Experten erwarten, dass der Verkauf von 5G-Smartphones im Jahr 2020 um 1.300% wächst und 250 Millionen Stück erreichen wird. Apple will natürlich ein Stück von diesem Kuchen. Die Geräte werden dieses Jahr etwas später geliefert, aber der iPhone-Hersteller hofft auf das Weihnachtsgeschäft. In den USA gibt es noch ein anderes Problem, sagt der Analyst. Apple hat so viel Macht und Schlagkraft durch seine Käufer, die auch die Nutzung von G5 beschleunigen werden. Das größte Problem auf kurze Sicht ist natürlich, dass G5-Netze in bestimmten Teilen der USA immer noch spärlich vorhanden sind. Es wird in den USA immer noch nicht vollständig ausgebaut. In Europa und Asien wurde der Ausbau weiter vorangetrieben. Die mit Spannung erwartete Markteinführung von Apple findet während andauernder geopolitischer Turbulenzen um den weltweit größten Handyhersteller Huawei statt. Die USA, die befürchtet, Huawei-Ausrüstung könnte von Peking zur Spionage genutzt werden, übt Druck auf seine europäischen Verbündeten aus, um die chinesische Firma vom 5G-Ausbau auszuschließen. Großbritannien ist bereits eingeknickt und auch Brüssel hat zuletzt auf weniger Abhängigkeit von Huawei gedrängt.